Hi, ich bin's Guido und ich zeige euch jetzt, wie wir herausnehmbare Stümpfe in der Schera Easy Model designen. Dazu starten wir hier in dem Schritt Stümpfe und Implantate. Oben links sehen wir jetzt unsere einzelnen Stümpfe, die wir herausnehmbar haben wollen. In dem Schritt hier als erstes der Stumpf 2.1. Wenn wir diesen Schritt gelangen, ist immer automatisch die Automatik aktiviert, dass die Software die Präparationsgrenze finden soll. In dem Schritt klicken wir einfach oben einmal mit der linken Maustaste auf den Zahn drauf und die Software ermittelt die Präparationsgrenze in diesem Fall. Also wie wir jetzt hier sehen, haben wir hier die Präparationsgrenze als Vorschlag von der Software bekommen. Wir sehen das hier so leicht gut flackern, das ist dementsprechend der Stumpf darunter. Ich kann das jetzt hier nochmal drehen und über Markierung zeichnen, gegebenenfalls nochmal kleine Bereiche nochmal nachjustieren. Oder aber auch, was ich mir sehr gerne nutze, den Oberkiefer schon mal transparent gestalten. Und jetzt sehen wir hier, dass der Stumpf schon so leicht aus dem Modell heraus scheint. Da haben wir natürlich nachher ein Loch drin, deswegen kippen wir den ganzen Stumpf ein bisschen mehr ins Modell rein. Wir sehen automatisch, was mit dem Stumpf oder mit dem konischen Stumpf unten drunter passiert. Der wird automatisch angepasst. Dann gehen wir jetzt zum nächsten. Das ist dementsprechend der Zahn 2.1. Auch hier klicken wir einfach wieder oben auf den Zahn drauf. Die Präp-Grenze bzw. der Nachbarzahn wird ermittelt. Auch hier als erstes nochmal kontrollieren, gegebenenfalls nochmal kurz den Punkt nachjustieren. Einschubrichtung kontrollieren. Hier macht es auf jeden Fall Sinn, sich nochmal den Oberkiefer transparent anzeigen zu lassen, damit wir direkt kontrollieren können, haben wir Kontakt zum Nachbarstumpf. Dementsprechend sieht das gut aus. Und im letzten Schritt zeige ich euch nochmal, wie man komplett manuell die Präp-Grenze setzen kann. In dem Fall gehen wir hier auf direkt auf Markierung zeichnen und ähnlich wie bei Scan-Grenze festsetzen, wählen wir uns hier einen Startpunkt aus. Und können dann den Bereich markieren, den wir herausnehmbar gestalten wollen. Auf die Schaltfläche schließen klicken. Und der Stumpf wird uns auch hier farbig dargestellt, sodass wir ihn herausnehmen können. Auch hier richten wir nochmal die Präparationsgrenze bzw. die Einschubrichtung nach. Und dann sind wir mit dem Schritt Stümpfe ausrichten fertig.